So, wir würden gerne nach links eindrehen zum Flughafen. Ja, Ingolstadt Approach. Na, wobei, wir müssen hier raus, dass wir da einen guten Anflugstrecke haben. Ja, stimmt schon. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Skandinavien haben wir da, die sinkt auf 5000. Ja, solange kein anderer da landet, sollte es jetzt eigentlich kein Problem mehr werden mit der Landung. Nein, das sind alle welche, die da in Ingolstadt landen wollen, mit der 3 wahrscheinlich. Die Skandinavien macht einen ILS-Anflug. Ah, jetzt drehen wir nach links. One seven five. Oh nein, nee, das wollte ich nicht. Wir haben schon bestätigt, ich bin aus Versehen auf neuen IFA-Zielflughafen auswählen gekommen. One four five. Da haben wir es. Und es gehen wir direkt auf den Flughafen drauf zu, den wir jetzt irgendwo da hinten haben. Und da haben wir die ganzen Alpen, wie ihr seht, da wird es sehr hügelig, genau, und da links geht's dann. Mal gucken, vielleicht sehen wir wirklich heute einen A380 dann noch da von Emirates. Da auf dem Boden, da die 737-700, da auf 7000 Fuß, Fuß wird wahrscheinlich die sein. Also die Scandinavian, die auf der 8 Left landet. Gleich geht's nach links. Müsste es zumindest, aber schön ausgerichtet haben wir den Flieger schon. Das war nur das Problem mit der Höhe, aber 150 würde ich sagen, diesmal Endanfluggeschwindigkeit. One one zero. Okay, wir kommen immer näher auf die Runway drauf zu. Immer mehr drauf ausgerichtet. Die haben wir ja vorhin gesehen und ja, wie viel Traffic willst du uns denn noch melden? Wir wollen mal hier landen. Da haben wir sie. 2 o'clock. 5600. Da haben wir einen, aber naja, ist schon in Sicht. Da vorne muss er jetzt irgendwo sein. Da haben wir die Fußballarena. Ich glaube, es ist die Allianz Arena, ne? Und da links ist er. Okay, turn left. 080 auf die Runway drauf zu. Und ich würde sagen, wir melden, dass die Landebahn in Sicht ist. Die ist nämlich da vorne. Okay, clear to land. Hombre, ne, nicht clear to land, aber wir haben Sichtanflug, die Freigabe. Gehen jetzt auf Munich Kontrollturm und dann sollte das Ganze jetzt sehr gut verlaufen. So, reduzieren die Geschwindigkeit auf 100, 155 würde ich diesmal sagen. Als Endanflugsgeschwindigkeit Flaps full. Da vorne ist die Runway. Und ich würde sagen, ab wann übernehmen wir? Wann übernehmen wir, wenn wir die Precision Approach Path Indicator sehen? Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. So. Ja, Flaps full, 155 Knoten. Speedbrakes sind geahmt. Und dann hoffentlich ist ein schöner Anflug. Panavia Tornado. Tornado kenne ich gar nicht. So, da haben wir parallel die Scandinavian im Anflug. Ist doch die, oder? Nee, das ist eine andere. Kenne ich gar nicht, die Airline. Dann ist die Scandinavian irgendwo anders, aber die landen doch auf der 8 Left. So, und jetzt würde ich sagen, Autopilot is engaged. I have control. Und dann übernehmen wir einmal und jetzt geht es erstmal sanfte Linkskurve, um erstmal mehr auf die Landebahn uns auszurichten. Sinkflug würde ich sagen, brauchen wir noch nicht wirklich antreten.
Und dann geht es dann gleich runter nach München. Und be wir beenden den schönen Flug hierher von Dubai nach München. Ich glaube, jetzt sind auch noch alle Precision Approach Path Indicators, also PAPI-Leuchten, PAPI-Leuchten, sind noch alle rot. Bisschen mehr nach links, um dann gleich nach rechts stärker gegenzulenken. So, jetzt beginnt der Sinkflug. Da haben wir nämlich jetzt schon eine weiße. So, 1900 Fuß noch über dem Boden. Da haben wir sogar eine British Aerospace BAE 146, die da startet. Vielleicht von Lufthansa CityLine, die jetzt irgendwie nach Frankfurt oder so fliegt. Vielleicht fliegen wir sowas Ähnliches dann auch nach Frankfurt oder irgendwie sowas, vielleicht dann wieder mal nochmal ein Flug innerhalb von Deutschland. Genauso wie vor kurzem, als wir Saarbrücken, Münster, Osnabrück geflogen sind. Oh, ein bisschen hoch, vielleicht reduzieren wir doch auf 1,5. Nicht auf 1,4, sondern auf 1,5. So ungefähr, das passt schon. Damit er auf Idle ist mit den Schubhebeln, Gear Down. Das verlangsamt uns ja auch nochmal ein bisschen das Fahrwerk. Wir sind gerade noch deutlich zu hoch, aber das ist nicht so schlimm, wobei wir aber möglichst früh natürlich aufsetzen wollen. So, dann gehen wir schon auf. So, wir sind clear to land, runway 8 right, genau, das wollte ich nämlich gerade gucken, ob wir jetzt schon die Freigabe bekommen haben oder nicht. Da ist sie. Sinken jetzt ein bisschen stärker, müssen die Nase doch ein bisschen runterdrücken. Wo sind die andere, die parallel zu uns angeflogen ist, sehe ich jetzt gar nicht. Hier ist wahrscheinlich so, dass zwei Flugzeuge parallel wirklich direkt nebeneinander aufsetzen können. Also auf der einen, auf der 8 Left und auf der 8 Right gleichzeitig. Nicht so wie in Frankfurt bei dem Parallelbahnsystem da mit der 25 Left und 25. Nee, was ist die 25 Left? Doch, 25 Left und 25 Center, weil die sind so nah, da können ja keine zwei Flugzeuge nebeneinander aufsetzen. So, das sieht schon mal besser aus von der Höhe. Fahrwerk ist draußen, wunderbar. Hoffen wir mal, dass wir schön sanft aufsetzen und die Sofortwiederholung dann nachher funktioniert. So, da kommen wir runter. Gleich wäre jetzt wieder unser Zeitpunkt gewesen, wo wir übernommen hätten. Aber hier, guck mal, wie schön wir uns jetzt hier ausgerichtet hätten. Was das ILS normalerweise gemacht hätte. Das haben wir doch hier super hingekriegt. Zwei weiß, zwei rot. Bisschen noch nach rechts. Hier nach links gegenlenken. Sehr schön. Da ist auch keiner, der irgendwie starten will, was irgendwie noch uns. Dass irgendwie noch einer uns in die Quere kommen kann. So, jetzt sind wir auch auf einer besseren Höhe über den Bäumen. Zeigen uns hier auch die Precision Approach Path Indicators. Irgendjemand hat mir nochmal gesagt, wie ich auch den Autothrust so deaktivieren kann. Das weiß ich aber jetzt gerade echt nicht mehr. Deswegen machen wir den jetzt mal so geradeaus. 150. Dann ist nur zwei Precision Approach Path. Schub raus. Da kommen wir runter auf der Zero Eight Ride. Schön abfangen. Touchdown. Reverse. Und schön mit dem Nose Gear. Sanft aufsetzen. Wunderbar. Und bremsen. Und gleich sind wir schon genug runtergebremst. Da drüben haben wir Frachtflugzeuge stehen. Und rollen wir noch zum Gate. Umkehrschub wieder weg. Und hier beim Highspeed Turn off Taxiway geht es jetzt gleich runter für uns. Also nicht in die Richtung, sondern der hier. So, da haben wir auch einige verschiedene Airlines da stehen. Air Canada, Air Berlin. Und wunderbar, da sind wir hier am Boden. Dann gucken wir uns mal die Sofortwiederholung an. Bestätigen wir noch die Send-off. So. Dann einmal Optionen, Sofortwiederholung. 60 Sekunden reicht erstmal für den Touchdown. Gucken wir doch mal. Und. Ja, okay, das war jetzt doch nicht ausreichend. Machen wir 100 Sekunden. Sehen wir mal ein bisschen mehr, aber schön, dass er funktioniert. Dass die Sofortwiederholung funktioniert. Können wir uns das Ganze nämlich gemeinsam angucken. Andere Seite wäre besser, weil da haben wir keine Flughafengebäude im Weg. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht hätte ich den Autothrust wirklich noch ein bisschen später ausmachen sollen, weil der doch ganz schön an Geschwindigkeit da noch verloren hat. Oder einfach selbst dann auch ein bisschen Schub hätte ich nochmal geben sollen. Naja,
Gucken wir jetzt einfach mal. Aber ich glaube, es war gar nicht so hart, der Touchdown. Besonders mit dem Nose-Gear war es schön sanft. Aber guckt mal hier, wenn man von hier mal schaut, wie schön wir da ausgerichtet waren. Dann noch ein bisschen nach rechts korrigiert haben. Also das haben wir schon super gesehen. Also mit Sichtanflügen, das können wir auf jeden Fall richtig gut jetzt schon. Es macht auf jeden Fall auch viel mehr Spaß, wenn man hier von selber landet und nicht das ILS das dann machen lässt. Und da Touchdown. War das jetzt hart? Ich kann es gar nicht so genau einschätzen. War auf jeden Fall sehr schön in der Touchdown-Zone. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber nochmal 120 Sekunden aus der Fluggastperspektive an. Genau, nämlich hier Left Engine View. Wie das Ganze ausgesehen hat. Und dann geht es noch zum Gate. Und dann war es das schon wieder von dem heutigen Flug. Hier von Dubai nach München. Ein Flug, der auch in echt von Emirates mit einem A380 zweimal täglich geflogen wird. Da unten fahren die Autos auf der Autobahn über die Brücke. Sieht man es leicht mal, wie wir korrigiert haben. So wie man es auch in echt, so wie es auch in echt immer aussieht. Da kommen wir dem Boden immer näher. Jetzt sind wir schon im abgegrenzten Bereich von dem Flughafen. Sieht man die ersten Gebäude, eine Wetterstation und da die ersten Taxiways und da Touchdown. Reverse, wunderbar. Sah doch eine wirklich schöne Landung aus, aber ob das jetzt hart war, kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, es war aber eigentlich ganz gut. So, gucken wir doch gerade mal hier von oben, wie das da so aussieht. Da stehen welche, da stehen welche, da stehen welche. Lass uns mal nach da hinten rollen. Zu den anderen großen Flugzeugen. Na, andere Sicht, genau hier. Da ist alles leer. Ne, da stellen wir uns jetzt nicht hin. Schon da hinten zu den anderen. Genau, dann einmal Klappen wieder einfahren. Und dann war das doch ein wirklich guter Flug. Ich hoffe, er hat euch auch gefallen. Und ja, nächstes Mal sind wir dann, wie gesagt, mit der British Aerospace 146, 200 oder 300 unterwegs. Werden wir ja dann sehen. Genau, und den Link von dem A380 hier packe ich euch auch nochmal in die Beschreibung. Ich packe euch einfach mal von beiden A380 den Link in die Beschreibung. Ich habe einfach einen mit Sonderlackierung, der andere ist dann nicht mit Sonderlackierung. Und ja, ihr könnt ihn ja auch mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert er bei euch besser. Weil, keine Ahnung, wieso es bei mir jetzt so war, dass er halt so komisch rumgesponnen hat, da immer hoch und runter gegangen ist. Was haben wir da von der Airline? Also, wieso der immer, halt, beziehungsweise sind es mit der Höhe nicht sogar. Ah, der Air Dolomiti haben wir da, genau. Das ist, glaube ich, eine ATR irgendwas. Also, keine Ahnung, wieso das mit der Höhe nicht so ganz. Beziehungsweise, naja, das lag jetzt nicht, dass er mit der Höhe halten, sondern eher das Problem war ja, dass er. Da hinten haben wir die Skandinavien von vorhin. Also natürlich jetzt hier an dem, da wo die ganzen Lufthansa-Maschinen stehen. Und ob wir da jetzt hier so an richtigen Terminal sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ist jetzt auch egal. Ja, das Problem war halt, dass er erst bei 10 Grad Steiglage, erst bei 10 Grad mit der Nase nach oben, erst mit dem Steigflug begonnen hat. Und es eben mit der Geschwindigkeit nicht harmoniert hat, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch jetzt, wenn ich nochmal neu starte, wahrscheinlich funktionieren, keine Ahnung. Ich packe euch einfach mal von beiden die Links in die Beschreibung, dann könnt ihr mal gucken, wie es bei euch ist. Ja, aber wir haben es ja dann noch gut hingekriegt, dass wir das Flugzeug hier gewechselt haben und dann hat es ja wunderbar geklappt. So, da haben wir einen Embraer und wir stellen uns jetzt einfach mal hier rein. Hier links. So, in die Parking Position. Da kommen wir an am Ziel. Einmal eingedreht und da landet jetzt auch noch jemand. Ein Eurofighter. Hui. Wie landet der? Nein, der wird langsam nie, kommt der niedriger. So, wir sind noch nicht nah genug dran. Warte mal, das war eine falsche Taste. Die ist richtig, genau. Da sind wir. Oh, ja, das wird ja nichts so. So, Steuerung J. Und da kommt die Brücke hier zum Flugzeug. Und genau das, was ihr auch schon wieder von dem Flug hier. Oh, ich habe gerade Schub gegeben. Halt, 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 halt.
von Dubai nach München. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Neue Dings. So. Und ja, mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.